Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das war schon starker Tobak, Herr Busen, was Sie hier geboten haben. Und auch Herr Ortgies, ich finde es einigermaßen enttäuschend, dass Sie einen Prozess, der so lange jetzt angedauert hat, darstellen, als ob er nicht demokratisch abgelaufen wäre. Wir haben einen Beteiligungsprozess gehabt durch das Ministerium, wo alle relevanten Gruppen sich hinreichend auch äußern konnten vorab und ihre Ideen einbringen konnten. Bitte drücken Sie sich doch ein, wenn Sie mich etwas fragen möchten. Ich möchte auch eine Sache, Herr Busen, eine Sache zuerst eingehen, weil das finde ich bei Ihnen erschreckend. Ihr ganzer Vortrag, den Sie eben gehalten haben, war inhaltlich nichts, null. Es war ein Rundumschlag, ein reiner Rundumschlag, den Sie geboten haben. Sie haben sich überhaupt nicht mit dem Gesetzentwurf auseinandergesetzt. Und das finde ich enttäuschend. Und ich sage Ihnen, das liegt ja an Ihrer Fundamentalopposition. Sie behaupten ja auch, wir hätten in Deutschland das beste Jagdrecht. Nein, das ist ja falsch. Wir bekommen mit diesem Gesetz hier in Nordrhein-Westfalen das beste Jagdrecht in Deutschland. Und es ist auch notwendig, dass wir da hingehen, weil die Welt sich in den letzten Jahren weitergedreht hat, weil Tierschutz in dieser Gesellschaft einen anderen Stellenwert hat, weil ökologische Belange einen anderen Stellenwert haben. Und genau deshalb werden wir jetzt eine verkürzte Liste der jagbaren Arten haben. Genau deshalb werden wir bestimmte Jagdpraktiken, die Sie auch keinem mehr erklären können, werden wir abschaffen. Es wird die Baujagd rausfliegen, es wird die Totschlagfalle rausfliegen, und das ist auch richtig so. Und wir werden auch den Abschuss von Katzen verbieten. Und gerade bei diesem Punkt verstehe ich überhaupt nicht, wieso Sie sich da total verweigert haben und wieso der Landesjagdverband sich da total verweigert hat. Wer in diesem Jahr, im Jahr 2014, noch darauf beharrt, er müsse den Abschuss noch vollziehen dürfen, wie in den 30er Jahren, da war das vielleicht doch so üblich, aber wer das meint, er kann das heute auch noch so machen, der liegt doch völlig daneben und der befindet sich auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und ich sage Ihnen auch eins, was ich auch nicht akzeptiere und auch nicht dulde, dass Sie immer von dem ländlichen Raum sprechen. Ich spreche auch nicht von den Jägerinnen und Jägern, weil eine Menge Jägerinnen und Jäger haben mir gesagt, dass sie freiwillig schon lange nicht mehr Katzen schießen, weil sie nämlich wissen, dass es überhaupt nicht mehr vertretbar ist. Und ich würde mich freuen, wenn an dieser Stelle Sie von der CDU und FDP und auch der Landesjagdverband endlich mal da diesen Jägerinnen und Jägern folgen würden und mit diesem Starrsinn, den Sie da an den Tag legen, aufhören würden. Aus meiner Sicht, Herr Busen, Sie haben das auch eindrucksvoll eben unter Beweis gestellt, aus meiner Sicht ist in der Debatte um ein neues Jagdrecht von Ihnen in den letzten Monaten eine Totalblockade dargestellt worden. Und selbst an einer Stelle, wo ich gedacht hätte, das würden Sie begrüßen, das müssen Sie als Jäger begrüßen, wenn wir sagen, wir wollen einen Schießnachweis machen. Man kann darüber diskutieren, wie oft er sein soll. Aber dass Sie das nicht begrüßen, wo es darum geht, dass jemand mit Waffen hantiert, die eine Tötungswirkung haben, das wissen Sie ja selbst viel besser als ich, da verstehe ich nicht, da geht es um öffentliche Sicherheit. Da müssen Sie doch sagen, jawohl, das ist ein guter Punkt, den unterstützen wir mal ausdrücklich. Aber selbst da haben Sie sich auf den Regionalkonferenzen noch hingestellt und gesagt, auch das ist alles Quatsch. Ich verstehe es nicht. Nein, das ist doch Unfug. Das hat doch mit Bundesgesetz nichts zu tun. Nein, auch da, Herr Busen, ich greife das auf. Da habe ich mich auch erkundigt. Es ist kein Problem, den Schießnachweis auf Landesebene einzuführen. Und ich glaube, wir haben auch im Tierschutzgesetz eine Bestimmung, die heißt, man muss über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, und zwar in ausreichendem Umfang, um ein Wirbeltier töten zu dürfen. Kenntnisse erwirbt man sicherlich durch den Jagdschein, das ist auch gut so, aber seine Fähigkeiten, das tun zu können, das muss man eben auch gelegentlich hin und wieder nachweisen, dass man es kann, und dazu gehört das sichere Schießen. Meine Damen und Herren, was mich ärgert ist, wir haben in diesem Gesetz eine Menge guter Positionen drin, die das Jagdrecht deutlich nach vorne bringen.
Ich sage mal einen Punkt, wie eben die Mindestdauer von Pachten auf 5 Jahre zu reduzieren, ist hervorragend, weil es mehr Flexibilität auch auf beiden Seiten erlaubt. Es ist hervorragend, weil ich würde Ihnen mal gerne eine Menge Briefe zur Verfügung stellen von Bäuerinnen und Bauern, die sich über Wildschäden beklagt haben, die sie nicht ersetzt bekommen. Es ist hervorragend, dass wir jetzt die Frist von 1 Woche auf 2 Wochen verlängern, damit die ihren Anspruch auch durchsetzen können. Wir werden mit dem Verbissgutachten endlich die überhöhten Wildbestände im Wald zurückführen können. Dasselbe gilt für den Punkt Fütterung und Kehrung. Und von daher glaube ich, dass das hinreichend schon beweist, dass es notwendig war, die Gesetznovelle durchzuführen. Und kein Gesetz und eben auch nicht das bestehende Jagdrecht ist für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt. Es ist unsere Aufgabe, immer wieder Gesetze an neue gesellschaftliche Erwartungen und neue Normen, der Tierschutz ist vom Minister erwähnt worden, anzupassen. Das machen wir jetzt. Und ich sage Ihnen eins, ich glaube, wenn Sie das Landesjagdrecht so lassen wollen, wie es ist, führen Sie die Jägerschaft komplett in eine Sackgasse in dieser Gesellschaft. Ich bin mir sicher, dass wenn wir diese Debatte, die wir ja sehr emotional führen, dass wenn wir die abgeschlossen haben, und wir in 2, 3 Jahren nochmal auch mit den Jägerinnen und Jägern darüber diskutieren, dass viele von denen sagen werden, diese Gesetzesnovelle war doch gut, war doch richtig. Und viele werden sagen, das war nicht das von Ihnen prophezeite Ende der Jagd, sondern es war ein guter Neuanfang für die Jagd in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rüssel.